Alter Verwalter. Also das ist das Heftigste, was jemals aus meinem Drucker rausgekommen ist. Was ist das? Das ist ja unfassbar. Ihr Lieben, Hallöchen, Luise Heinzel hier. Also ganz ehrlich, ich befinde mich in einem absoluten Ausnahmezustand. Ich kann es nicht begreifen, was ich hier in meinen Händen halte. Ich hatte den Plan, mich hier hinzusetzen und euch ein schönes Video zu machen über Tape im Junk Journal, also Klebeband im Junk Journal. Und habe mir überlegt, was für verschiedene Möglichkeiten kann es geben, insbesondere dann, wenn wir nicht alle die gleichen Materialien zur Verfügung haben. Bei Tape denkt man als erstes mal hier an so ein Tape, also ne, so ein Klebeband hier. Das hier ist das Scotch Magic Tape, so ein mattes Klebeband. Man könnte jetzt an auch dann ganz normalen, hier so ein Tesafilm oder was denken, in glänzend. Und man könnte dann als erstes mal auf Alkoholink kommen, mit dem man so ein Tape einfärben kann. Dann habe ich mir gedacht, nicht jeder hat Alkoholink. Ich selber bin gar nicht mal so firm in, jetzt wollte ich schon using sagen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Jetzt rede ich hier schon Englisch und Deutsch durcheinander. Das passiert mir manchmal, wenn ich aufgeregt bin. Ha, entschuldigt bitte. Alkoholink wäre gut, um das einzufärben. Ich kenne mich aber mit Alkoholink noch nicht so gut aus und nicht jeder hat Alkoholink. Nur wenn man sich mit irgendwas nicht gut auskennt, heißt das nicht, dass man es nicht benutzen soll, ja. Aber also das kann man dann üben. Aber da habe ich gedacht, was gibt's für Alternativen? Und plötzlich fiel mir ein, ich habe mir vor Urzeiten mal so ein Stickerpapier gekauft gehabt, was man mit Tintenstrahldruckern bedrucken kann. Ich zeige euch das mal kurz. Das habe ich eben aus der Schublade geholt. Das war so ein Pack von Photo Paper Direct mit drei verschiedenen Sorten. Das hieß irgendwie, ah ja, guckt, hier steht das da noch. Inkjet Creative Media. Also das war so ein Pack mit drei verschiedenen Sorten, was von Photo Paper Direct angeboten wird. Und dieses heißt Clear Film Self-Adhesive. Also klarer Film, also dass das durchsichtig ist, oder? Und dass das selbst klebt, bedeutet das, was hier steht. Also falls ihr das irgendwie auschecken wollt. So schaut das aus. Ich versuche mal, euch das unten in der Infobox zu verlinken, aber ihr wisst, wie das mit diesen speziellen Papieren ist. Manchmal sind die ausverkauft, wobei Photo Paper Direct, da hat man immer, also oft zu 90% Glück, dass es dann auf Amazon noch da ist. Die scheinen da etwas besser bestückt zu sein als andere Firmen, die wir schon mal ausprobiert hatten. Das hier habe ich vorher noch nie in meinem Drucker gehabt und das habe ich jetzt zum ersten Mal ausprobiert und ich bin sowas von begeistert und wenn jetzt das, was ich jetzt vorhabe, auch noch funktioniert, dann werdet ihr ein Erdbeben erleben, der Junk Journaling Art, egal wo ihr seid auf der Welt, das wird dann bis zu euch hinbeben, weil guckt euch mal bitte an. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Das ist richtig texturiert. Das ist nicht glatt, ja, also wenn ich jetzt ein Stück Papier aus dem Drucker hole, habe ich hier gerade irgendwas, hier so ein Abschnitt, oh nein, mal gerade. Wenn ich jetzt ein Stück Papier aus dem Drucker hole, dann ist das ja glatt. Ja, da fühle ich ja nichts. Auch wenn das hier ist ja zum Beispiel ein Scan von Acrylfarbe, aber die spüre ich ja hier drauf. Es ist ja arschglatt. Aber hier kann ich das fühlen. Also seht ihr das, dass das so richtig erhaben ist? Auch insbesondere hier, und das ist gesprüht gewesen mit Mica Stain Spray, also auf dem Original. Und das ist hier die einzelnen Punkte. Seht ihr das, dass man die sehen kann? Wie geil schaut das bitte aus? Das sieht überhaupt nicht aus wie ein Druck. Ich will hier was ausprobieren. Deswegen fangen wir hiermit an. Ich benutze aber später trotzdem noch dieses Tape, weil, ne, für die Leute, die jetzt sowas nicht haben, vielleicht hast du keinen Drucker und du möchtest lieber das so machen, wie man es, ich wollte jetzt gerade sagen, früher gemacht hat. Das ist natürlich Quatsch, aber ja, also. Ich denke, du weißt, was ich meine. Das hier ist naheliegender als das, möglicherweise. Das zeige ich dir dann später auch noch, wie ich mir das denke. Aber ich möchte unbedingt hiermit anfangen, weil ich wissen will, was da passiert und wie das geht, ob das überhaupt geht. Also, das, was ich hier drauf gedruckt habe, das ist einer von meinen Guitar-Prints, oder besser müsste ich sagen, von unseren Guitar-Prints, von dieser kleinen Serie, die ich gemacht habe mit Sascha. Verlinke ich euch unten in der Infobox, wie das entstanden ist. Ich habe dann die Papiere, die wir dort in dieser kleinen Serie mit Hilfe einer Gitarre gemacht haben, eingescannt und digitalisiert, auch teilweise noch ein bisschen verändert. Und das möchte ich jetzt dafür benutzen, aber du kannst da, wenn du jetzt sowas hier benutzen willst, natürlich alles Mögliche draufdrucken, was du willst. Ja, das muss jetzt nicht sowas hier sein, aber
Das hier, das passt mir jetzt gut in mein neues Journal rein, was ich gerne machen möchte. Und dafür hatte ich mir auch schon hier so ein kleines Schränkchen gemacht. Genau genommen zwei, aber die passen nicht ins Bild. Außerdem habe ich nur zwei Hände. Und in diesem Schränkchen möchte ich mein Chaos, was ich auf meinem Tisch hier habe, sortieren. Da habe ich mir verschiedene Kategorien gemacht. Darüber gibt es auch schon Videos. Verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Damit dieses Video nicht zu lang wird, rede ich da nicht zu viel drüber. Aber kurz zur Information. Ich habe hier eine kleine Schublade. Da drauf steht Tape. Und in dieser Schublade, wo Tape draufsteht, möchte ich das Tape unterbringen, was ich dann später in meinem Journal verwenden will, sodass ich dann in diesem kleinen Schränkchen alle Sachen zur Verfügung habe, die ich für mein Journal brauche, sodass ich mir die einfach da rausnehmen und dann benutzen kann und alles übersichtlich am Tisch habe, ohne dass ich aufstehen muss und meinen Flow unterbrechen muss, während ich mein Journal mache. Hier habe ich schon ein paar so Sachen drin gekaufter Natur, aber ich möchte hier auch noch selbstgemachtes Tape reinmachen. Und das ist das Ziel, dieses kleine Schublädchen da heute zu befüllen. So. Erste Frage. Kann ich hier drauf stempeln? Das sollte doch wohl möglich sein, oder? Welche Farbe sollten wir da nehmen? Ich denke, schwarz ist angebracht. Und dann versuchen wir mal hier drauf zu stempeln. Das sollte funktionieren, denn Archival Ink auf Plastik, also ne, das sollte gehen. Jetzt habe ich mir hier zur Feier des Tages mal... Was feiern wir heute? Es gibt immer einen Grund zu feiern. Wenn man meine Videos anguckt, dann ist das immer ein Grund zu feiern, oder? Also, das heißt hier Eclectic Edges CMS 399 und das ist, wenn ich mich recht erinnere, das erste Stempelset, was ich jemals mir von Tim Holtz gekauft habe. Warum benutze ich das? Weil das ist gut. Und das hat schon hier so Streifen. Ne, das sieht schon aus wie Tape. Und ich finde, das passt ganz gut zu dem, was ich davor habe. Aber du kannst das natürlich auch mit allen möglichen anderen Motiven stempeln. Und du kannst jetzt auch einen größeren Stempel nehmen, einfach und hier so rüber stempeln und dann später das in Streifen schneiden. Okay. Sieht gar nicht mal so gut aus, wie ich dachte. Woran liegt das? Oh nein. Das schaut gar nicht mal so gut aus, wie ich dachte. Ich glaube, das kommt, weil das dahinter so körnig ist. Ich nehme mal meine Stempelhilfe zu Hilfe. Naja, das schaut schon besser aus. Auf dem Körnigen ist es trotzdem nicht ganz klar. Ich glaube, das kommt da, weil es nicht ganz schwarz ist. Und das ist natürlich gut, wenn man jetzt eine Stempelhilfe hat, dann kann man öfters hintereinander stempeln. Aber das schaut, es wirkt sehr dunkelblau. Ich glaube, das kommt aber wegen der Folie. Und ich hatte einen Unfall in meinem Bad. Wenn ihr mich verfolgt, dann habt ihr öfters mich schon mal diese Andeutung machen hören. Ich bin bald ausgeflippt, weil ich habe gedacht, das gibt es jetzt überhaupt gar nicht. Und das ist etwas, was ich hier jetzt auch noch mal ausprobieren möchte als nächstes. Ich habe eine andere Sorte von diesem Stickerpapier gehabt und habe mir gedacht, weil nämlich in meinem Badezimmer, da ist, also wenn ich in der Badewanne stehe, um zu duschen, ne, dann sind die Fliesen nicht hoch genug gefliest, als dass die Wand trocken bliebe. Also wenn ich da dusche, dann spritzt das Wasser an die Wand, und weil die Fliesen nicht hoch genug sind. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt bist du mal ganz kreativ. Das war ja eh so ein Running Gag hier während der Renovierung. Kreative Lösungen finden. Da bin ich ja normalerweise ganz großer Freund von und das funktioniert auch eigentlich immer. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt nimmst du dir so eine Stickerfolie und machst dir selber daraus wie so eine Art kleine Wandfliese, wisst ihr, so eine Klebefliese. Und habe mir gedacht, das ist ja kein Problem, weil das ist ja Plastik. Also nehme ich Alkoholink, schmeiß die da drauf und klebe das dann später an die Wand. Was dann passiert ist, ist Folgendes. Ich habe da Alkoholink drauf gemacht. Das sah wunderschönst aus. Ich habe mich so gefreut, dass ich das hatte. Und dann habe ich das an meine Wand geklebt und ich hatte davon, ich glaube, 8. Ne, wartet mal, das waren sogar, glaube ich, mehr. Also einige von diesen Dingern. Also könnt ihr euch vorstellen, so eine Wand im Bad, also ne, der ist jetzt nicht gerade eine mini-pupsi-kleine Wand. So, die ist schon lang. Mal so lang wie die Badewanne und halt so hoch, oder? Und dann habe ich das halt hochkant alles dahin geklebt
Und denk mir noch, boah, wie geil schaut das aus? Das ist ja voll super, ne? Ich voll stolz auf mich. Vor allen Dingen, weil ich mich mit Alkohol irgendwie gesagt noch nicht so gut auskenne. Und ich war so stolz auf mich, dass das gut ausgesehen hat und mir das gefallen hat. Also, ne? Das ist das Wichtigste, wenn man sowas macht, dass einem das selber gefällt. Und dann mache ich das Wasser an. Also, Moment. Vorher habe ich noch festgestellt, als ich da mit meiner Hand so rüber gemacht habe, hat sich das abgerubbelt. Keine Ahnung warum, aber das hat sich abgerubbelt. Ich hatte plötzlich ganz schwarze Hände, meine ganzen Fliesen waren ja so braun-schwarz. Also die sind normalerweise so in so einem Off-White, so einem ja, so einem Vintage-Weiß. Voll der Schleim. Und dann habe ich gedacht, okay, den Staub, den du da jetzt hast, den kannst du jetzt da irgendwie abspülen mit Wasser. Ganz geil. Habe ich da Wasser drauf gemacht, also mit der Brause so, um diesen Dreck loszuwerden. Und was passiert? Die Alkohol-Ink kommt von diesem Sheet wieder runter. Ihr könnt euch die Sauerei nicht vorstellen, die ich da in meinem Bad hatte. Vor allen Dingen war ich in Panik, dass das auf den Fliesen dann permanent bleibt. Ja, also dass das nicht wieder, sich nicht wieder abwaschen lässt. Das war zum Glück nicht so. Ich habe das wieder runterbekommen. Das ging auch ganz leicht weg. Aber ich habe gedacht, das gibt's jetzt nicht. Was ist das bitte für eine Scheiße auf Deutsch gesagt? Vor allen Dingen, weil ich mir nicht erklären konnte, warum das Ganze passiert ist. Das war das Schlimmste, dass ich mir gedacht habe, so, hä, warum bitteschön passiert ist, ich habe keine Ahnung. Und was ich in dem Zusammenhang dann aber herausgefunden habe, ist, dass sich offensichtlich die Oberfläche von so einem Papier verändert, eben sobald da Wasser drauf kommt. Mit Alkoholink ist es eine Katastrophe. Mit Spraystain allerdings habe ich schon die geilsten Ergebnisse hingekriegt, indem ich durch eine Schablone gesprüht habe, dann Wasser drauf und dann habe ich das Ewigkeiten trocknen gelassen. Und dann habe ich nämlich auch etwas Ähnliches bekommen wie diese Struktur hier drauf. Also das hat richtig gut ausgesehen und das will ich jetzt mal versuchen zu rekonstruieren. Aber das hier muss erstmal trocken sein, weil ich glaube, sonst haben wir da das nächste Problem. Und was ich damit jetzt sagen will, ist, versucht bitte, wenn ihr sowas habt und euch gelingt da irgendwas nicht, ein anderes Medium zu nehmen, eine andere Folie zu nehmen. Ich meine, was ich jetzt hier natürlich mal probieren tatsächlich könnte, wäre Alkoholink an einer Stelle drauf zu machen und zu gucken, ob die gleiche Chose da passiert, weil das ist jetzt eine andere Marke von diesem Papier. So. Das schaut schon mal gut aus. Und man sollte ja eigentlich auch meinen, wenn man da Alkoholink drauf macht, dass das dann, dass dieses dann vielleicht abgeht, ne? Weil vielleicht, ja, vielleicht tut es das. Keine Ahnung. Das versuchen wir mal. Ich nehme mal. Wo ist Rust? Sepia. Ah, Sepia geht auch. Mal gucken, ob es das irgendwie wegdrückt oder ob das geht. Oh, Moment, aber vorher ich mir mal hier noch mal Blaseschnupsi. Und ich weiß auch nicht, wenn man dem jetzt, wenn man da jetzt kein Wasser drauf macht, ob das dann, ne? Also in mein Journal kommt jetzt dann später kein Wasser, logischerweise. Aber ich finde schon, dass es das irgendwie aushalten sollte, wenn man sowas macht. Weil, also ja. Vor allen Dingen, ich kann mir das überhaupt nicht erklären, weil warum löst sich diese Oberfläche von dem Papier hat sich offensichtlich da komplett aufgelöst. Ich weiß gar nicht mal, ob das wirklich ein Problem mit Alkohol und mit der Alkoholink war oder eher das Wasser dieses Ding berührt hat. Aber was ich auch nicht verstehe, ist, diese Stickerfolie, die ich da verwendet hatte, da stand sogar drauf, dass man das auch für den Außenbereich verwenden kann. Also, dass man das zum Beispiel aufs Auto oder so kleben kann. Und dann darf ich mit dem stickerbeklebten Auto nicht durch Regen fahren, oder wie soll ich mir das vorstellen? Das macht ja keinen Sinn, oder? Nehmen wir doch mal Teakwood. Oh, kriege ich nicht auf. Das will heute nicht. Vielleicht ist das auch ein bisschen dunkel. Wir nehmen Latte. Latte ist in jedem Zusammenhang eine gute Idee. Wo ist eigentlich mein Kaffee?
Der war gut, oder? So. Das schaut jetzt echt merkwürdig aus, aber ihr müsst euch auch noch vorstellen, dass das später auseinandergeschnitten ist, bitte. Auf jeden Fall drückt es mir jetzt hier nicht das Ausgedruckte weg. Das ist ja schon mal gut. Also, dass ich das jetzt hier drauf machen kann, ohne dass das andere beeinflusst wird. Das lassen wir jetzt richtig gut trocknen und dann gehe ich da später mit dem Finger drüber und dann sehen wir, ob wir auch diesen Abrieb haben, wie ich in meinem Badezimmer hatte. Jetzt möchte ich als nächstes aber hier mit einer Schablone etwas ausprobieren. THS 181 ist die Nummer von dieser Schablone. Und jetzt habe ich mir ausgesucht Brushed Corduroy und Vintage Photo Spray Stain. Und ja, wir reden hier über eine Folie. Und normalerweise sind diese Medien nicht gemacht, um auf einer Folie trocknen zu können. Aber wir haben schon rausgefunden, also ohne dass es arrogant klingen soll, ich habe herausgefunden, dass auf mit Tintenstrahl bedruckbaren Folienmedien das trocknen kann. Ich sage kann, weil ich nicht sagen kann, ob das bei jedem dieser Art von bedruckbaren Dingern so ist. Ich habe Overhead Transparency, also Overhead-Folie gefunden, bei der das funktioniert. Darüber gibt es auch Videos, die, also wenn ihr mich verfolgt schon, dann wisst ihr das. Aber wenn ihr neu seid, ne, die mich schon länger verfolgen, wundert euch bitte nicht, wenn ich das immer wieder so sage. Das sage ich natürlich für die Leute, die neu sind, weil wenn ihr mich schon längere Zeit guckt und ihr guckt hier jedes meiner Videos, dann wisst ihr, was ich hier tue. Die neuen Leute wissen das aber dann vielleicht nicht. Deswegen sage ich das immer noch mal. Das schaut aber beides ziemlich interessant aus, wo mir bei mir das fast besser gefällt. Jedenfalls habe ich das rausgefunden, dass man auf manchen solcher Spezialmedien, sagen wir mal, für einen Drucker, auch mit diesem Spray und auch der Tinte aus dem Distress Ink Pad und Oxide Ink Pad und so weiter, was machen kann, ohne dass das abgeht. Das ist der absolute Wahnsinn. Halleluja, was zur Hölle sieht mein Auge hier? Was ist das? Das schaut aus, als wäre das ein kleines bisschen embossed. Seht ihr, dass das richtig erhaben ist? Achte bitte nicht auf die Stellen, wo es noch nicht trocken ist. Da ist das ist richtig wie, als wenn das ein kleines bisschen embossed wäre. Seht ihr das da? Oh, guckt euch das mal an. Wie geil ist denn das? Was ist das? Guckt mal. Halleluja. Also wenn das so trocknet und das bleibt so, das ist ein Grund zum Ausflippen. Kommt bitte alle vorbei, wir machen eine Party. Aber ich will wissen, ob jetzt auch das passiert, was passiert ist, als ich das andere mit Wasser besprüht habe. Okay, also es scheint sich nicht wieder anzulösen. Seht ihr, das Wasser ist klar, was hier rauskommt. Das Einzige, was da jetzt runterkommt, ist wahrscheinlich das, was noch nicht getrocknet ist. Aber das war zu erwarten, genau so. Die Frage ist nur, verwandelt sich das jetzt auch in so einen Schleim wie bei dem anderen? Ja, und das passiert auch. Okay. Okay. Das passiert genau das Gleiche. Wenn ich hier jetzt rübergehe, dann fühlt sich das an. Erstens mal, guck mal, ich kann es jetzt wegmachen, beziehungsweise verschmieren. Die Archival Ink bleibt offensichtlich. Oh mein Gott, die Archival Ink bleibt stabil. Den Rest kann ich verschmieren. Und das hier, das fühlt sich an wie Karamellsirup. Also das sieht nicht, also nicht nur von, nicht wegen der Farbe, sondern von der Konsistenz. Das ist richtig so schmierig, schleimig. Das ist natürlich nichts, was wir wollen. Aber was ich festgestellt habe, ist, das trocknet dann wieder. Auf anderen Papieren habe ich das, auf anderen solchen Folien wie diesen habe ich das schon festgestellt. Das trocknet dann wieder.
Und dann wird es nämlich auch wieder so erhaben und so strukturiert. Das heißt im Klartext, wenn wir das da drauf gesprüht haben, dann dürfen wir da kein Wasser drauf sprühen. Anderenfalls verschleimt sich das, so wie es sich da jetzt verschleimt hat. Und ich denke, das wird hier auch passieren. Ach so, Moment. Erstmal nehme ich einen trockenen Finger. Hier ist jetzt kein Abrieb. Also als ich das in meinem Bad hatte, da bin ich da so rübergegangen, weil ich das angedrückt habe beim Ankleben dieser Folien an die Wand, bin ich so rübergegangen und dann hatte ich das an meinen Fingern. Das passiert jetzt hier nicht. Das ist schon mal gut. Es ist nicht so schleimig. Okay, das ist nicht schleimig. Seht ihr? Und das ist auch, das rubbelt sich auch ein bisschen. Seht ihr das da? Wenn ich hier jetzt so drüber gehe, dann rubbelt sich das. So ist es in meinem Bad auch passiert. Seht ihr diese kleinen Punkte? Da rubbelt sich so ein ganz kleines bisschen was weg. Ich meine, das kann natürlich interessant aussehen, ja, wenn man das jetzt, das mache ich jetzt einfach mal extra hier. Warum nicht? Das kann natürlich interessant aussehen, aber. Das ist auf jeden Fall nichts, was ich jetzt extra irgendwie machen wollen würde, weil warum? Also das ist jetzt irgendwie kein besonders geiler Effekt. Also das heißt, wir können hier alles drauf machen, bloß kein Wasser. Aber das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Okay, das heißt, wir lassen das mal trocknen, aber diese Area da unten, die möchte ich mir gerade irgendwie noch ein bisschen reparieren, weil wie schaut das aus? Machen wir einfach so. Und nehmen wir das hier vielleicht mal, das war hier oben noch hin. Dass wir das nicht verschwendet haben. Und dann lasse ich das jetzt mal so, wie es ist, durchtrocknen. Jedenfalls widmen wir uns als nächstem diesem hier. Wie kann man sich so ein Take machen, wenn man einfach nur so ein ganz normales Klebeband nimmt? Ich mal gerade hier. Kurz klar, Schluss machen. Jetzt war ich gerade im Keller, weil meine Waschmaschine gepiepst hat. Und habe die Sachen in den Trockner getan. Und auf dem Rückweg bin ich am Kühlschrank vorbeigegangen, um dieses äußerst ungesunde Lebensmittel dort zu entnehmen. Ich weiß, ich weiß. Aber manchmal muss das sein. Mir fällt nämlich gerade auf, dass dieses Lebensmittel eines ist, was auch irgendwie sehr gut zum Thema meines Journals passt. Beziehungsweise in einem Zusammenhang steht. Warum also nicht versuchen, das hier zu benutzen, um auch so ein paar tapeartige Streifen da draus zu machen. Denn ob ich jetzt sowas habe oder sowas, das kommt bei der ein oder anderen Technik gar nicht so drauf an, weil auch das hier wird teilweise später nicht mehr ohne zusätzlichen Kleber kleben. Das ist, was ich sagen will. Weil mit diesem Klebeband gibt es Techniken, die man machen kann, die ich persönlich sehr toll finde, wo man dann aber hinterher das Ergebnis eigentlich gar nicht mehr als Klebeband bezeichnen kann, weil es nicht mehr klebt. Ja, so. Und vielleicht hast du auch nicht sowas, aber vielleicht hast du sowas. Und vielleicht hast du sowas, wo du sagst, das passt eigentlich, weil wir das zum Beispiel viel gegessen haben im Urlaub. Ne? Gut zum Thema, weil ich mache mir gerade ein Urlaubsjournal, dann kannst du ja auch so Verpackungen nehmen von Dingen, die eine Bedeutung haben für dein Journal. Das hier, das kommt in meine kleine Abteilung Snippets, hier in meinem Ding, weil daraus kann man kleine andere Sachen machen. Und für, bleibst du da? Hilfe! Für dieses Tape möchte ich zum einen, damit es eben klebrig bleibt, mir hier sowas machen, wo ich das einfach auf so eine
Folie mir klebe, sodass ich das dann später da runterziehen und in mein Journal kleben kann. Erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit. Beide Möglichkeiten werde ich mit Alkoholink machen. Was aber, wenn ich keine Alkoholink habe, dann kann ich mir auch ein Stück Papier nehmen. Das hier ist jetzt auch ein Überbleibsel von dieser kleinen Serie, die ich mit Sascha gemacht habe, wo wir die Gitarrenpapierchen gemacht haben. Das ist einfach ein Ausdruck, geknüttelt. Und dann ist da drauf Archival Ink gekommen. Ich lege mir das mal andersrum hin. Dann kann ich gleich einen längeren Streifen machen. Und da kann ich mir natürlich jetzt hier so Stückchen nehmen und die da drauf machen. Man kann auch Buchseiten nehmen, Notenpapier, Landkarten, was auch immer man hat. Was ich probieren möchte ist, das habe ich noch nie gemacht, sowas hier zu nehmen, was genäht ist. Die Naht wird natürlich dann, also der Faden wird natürlich dann nicht da drauf kommen. Aber ich möchte mal gerne wissen, was mit dem Muster passiert, ob man da irgendeinen Unterschied sieht. Nehmen wir uns mal hier so ein Ding. Und ich gehe jetzt hier ziemlich doll drüber. Wenn du das nicht ganz so extrem haben willst, das Ergebnis, dann gehst du halt einfach nur so mit dem Finger so ein bisschen drüber und rubbelst es nicht so krass fest. Aber ich möchte jetzt recht viel von dem Druck hier, beziehungsweise dem Gestempelten und der Tinte hier drauf, transferieren. Und deswegen habe ich das so fest gedrückt. Hier ist ein bisschen Überschuss. Naja, das macht eigentlich nichts. Voll das coole Stück. Ich schneide mir das jetzt schon gleich so ab, weil ich möchte das hier dann später als einzelnes Ding so irgendwo benutzen. Und ich finde das sehr interessant, weil das von der, also das ist ja jetzt immer noch das gleiche Muster, wie vorher auf dem Papier war. Aber das wirkt total anders, weil die Oberfläche natürlich jetzt komplett anders ist. Die ist ja matt, bisschen so seidenmatt. Irgendwie, ja, das ist auch ein bisschen durchsichtig. Also wenn ich das hier so drauflege, ja. Dadurch, dass ich so doll gedrückt habe, habe ich relativ viel da drauf jetzt gekriegt. Das ist nicht ganz so durchsichtig, wie es wird, wenn man nicht ganz so doll drückt. Beziehungsweise kommt es natürlich auch darauf an, was man nimmt, um das zu gestalten. Hier zum Beispiel ist es jetzt an der Seite hier so ein kleines bisschen weggerissen. Dadurch wird es dann auch nochmal transparent. Hier kann man das ganz gut sehen. Da ist jetzt so ein richtiges Stück hier an der Seite rausgerissen, sodass das dann da natürlich auch nochmal interessanter aussieht. Und das wirkt komplett anders. Gerade mit der Acrylfarbe hier wirkt das komplett anders als auf dem originalen Ding. Die wird richtig, ja, die kriegt fast so einen grauen Stich. Das finde ich richtig cool. So, was passiert hier mit dem Genähten? Eieiei, kriege ich das überhaupt ab? Okay, die Naht ist da volle Kanne drauf. Wie geil. Okay, das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Da nicht. Ja, okay, das habe ich erwartet. Das war jetzt da oben nur so ein kleiner... Geil. Oh, geil. Das da schmeißt man natürlich auch nicht weg. Das können wir auch noch benutzen. Guckt mal. Hier ist zufällig so ein Faden. Okay, das heißt im Klartext. das heißt ja im Klartext auch noch was ganz anderes, ne? Seht ihr, das ist das Gute an so Experimenten und dass man manchmal auch Sachen macht, die man sowieso schon immer macht. Also das hier ist ja jetzt keine neue Technik, aber das bringt mich auf was. Wenn wir hier so einen Faden nehmen würden, den da drauflegen. Und zwar so, dass wir jetzt die Mitte von diesem kleinen Stück Papier anpeilen, um links und rechts
den Faden noch zu haben. Also ich will den jetzt nicht komplett festkleben. Warte mal, ich mache das mal gerade. So. Das hier richtig schön festdrücken, sodass das dann da nicht, dass sich jetzt nicht nur das Klebeband wieder hochzieht, sondern das Klebeband mit dem Papier verbunden ist und dadurch den Faden auch festhält. Ich meine, auch wenn man das so ließe, fände ich das schon irgendwie ziemlich interessant. Das fühlt sich richtig cool hier so drauf an. Das hat so eine richtig tolle Struktur. Und dann reißen wir das ab. Und zwar so, dass das oh, Geilomat. Geil. Ach, Luise, du bist ein Genie. Das finde ich geil, Leute. Das ist geil, oder? Und was man auch machen könnte, wenn man dieses Runde nicht so mag, ist die Fäden hier an der Seite aufzuschneiden. Dann stehen die ein bisschen so strupsig so ab. Das finde ich rattenscharf. Hat das schon mal einer gesehen? Hat das schon mal einer gemacht? Ist das neu oder was? Guck mal. Wie geil. Und jetzt gehen wir mal dieses hier an. Und das da. Also. Ich hatte schon festgestellt, dass die Farbe Poppy Field ganz gut passt. Und ich habe da irgendwie mal gelernt, man soll das mit einem Pinsel machen, damit das nicht so dick da drauf ist. Oder mit so einem Blending-Tool so verteilen. Hier kommt das auch drauf. Allerdings glaube ich, will ich hier lieber mein Blaseding benutzen. Das hätte ich vielleicht da auch machen sollen. Ich finde das immer so toll, wenn die Alkoholink so wegspritzt und dann diese kleinen Härchen, also Härchen, das sieht dann so aus wie Härchen, macht. Sepia, Espresso, Pebble. Ich habe hier so ein kleines Schüsselchen, wo ich immer meinen Alkohol reintue, wenn ich hier sowas mache. Und dadurch löst sich das an und der Alkohol wird dreckig. Das finde ich ganz gut, wenn man irgendwo so noch so ein bisschen so Spritzer oder sowas drauf machen will, weil das wird dann nämlich total unberechenbar, wie ich finde. Und jetzt will ich mal versuchen, das hier noch ein bisschen interessanter zu machen. Dieses Rot ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich hoffe, dass das hinterher vernünftig passt zu meinem Plan, den ich da habe. Allerdings ist das jetzt hier auch sehr verwirrend, weil das natürlich alles auf dem gleichen Ding hier klebt, ne? Und da ich das in meine kleine Schublade da rein tun möchte, werde ich das jetzt folgendermaßen machen. Ich schneide mir die auseinander, sodass ich die dann später aufrollen kann. Ja, schaut doch schon ganz anders aus, oder? Faszinierend. Was man hier jetzt auch noch natürlich versuchen könnte, wäre vielleicht ein paar schwarze Akzente zu setzen. Entweder mit einem Edding.
Naja. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber was ja gehen müsste, wäre mit Acrylfarbe drauf spritzen, ne? Das mache ich mal. Ich glaube, das ist am besten. Das darf trocknen. Ich möchte diese Verpackung als Verpackung genutzt wissen. Weißt du, was ich meine? Aber ich möchte nicht unbedingt, dass das da später noch zu lesen ist, weil ich weiß ja, was das war. Und alleine schon, wenn ich mir vorstelle, ich schneide das jetzt so auseinander, sehe ich schon an dem Muster hier, was das mal war. Hab mal hier Gold genommen, weil ich glaube, das passt auch ganz gut zu den Farben, die wir hier schon haben. Und jetzt gehe ich mal hier einfach so an dieser Linie entlang. Und vermutlich sollte ich hier mal einen meiner eigenen Tipps befolgen, den ich öfters mal gebe. Nicht drüber nachdenken, was man hier gerade tut. Was, wenn ich das nicht so pünktlich haben will, sondern eher so, weil das deckt mir ja noch ein bisschen mehr von dem Dings. Oh ja. Okay. Das schaut richtig gut aus. Oh, und das da, das können wir auch noch benutzen für irgendwas. Das schaut gut aus. Das lassen wir mal so trocknen. Und dann schneiden wir uns das in Streifen. Und dann haben wir auch Tape. Also, ne, wenn wir jetzt hier so einen großen Stickerbogen haben, der klebt ja logischerweise, dann können wir uns einfach eine Schneidemaschine nehmen und das in Streifen schneiden. Und wisst ihr, was ich mir jetzt gedacht habe? Ich nehme mal hier meinen Deckelschimmer. Ich finde das genialst. Das finde ich richtig geil. Natürlich kannst du auch eine normale Schneidemaschine nehmen. Was ich hier jetzt gerade zu sagen versuche, ist, du kannst das jetzt natürlich so schmal oder breit schneiden, wie du möchtest. Hier habe ich mich jetzt an dem Gestempelten orientiert. Ne? Da habe ich das ja hier auch so gemacht, dass ich das da abgeschnitten habe, wo der Stempel zu Ende war, weil das jetzt eben diese länglichen Stempelmotive waren. Aber du kannst natürlich auch sagen, hier habe ich jetzt, da zum Beispiel habe ich jetzt so ein kleines Stück und da fängt der nächste lange Stempel an. Dann kann ich mir natürlich auch nur so ein schmales Stück schneiden. Ich finde das persönlich sehr interessant, wenn das Zeug nicht alles die gleiche Breite hat. Und wenn wir das jetzt nehmen, ich möchte jetzt mal eins aufkleben. Nehmen wir uns auch mal hier so eine Seite, die hier zufällig rumliegt. Das ist auch aus dem Guitar Prince Printable. Wie gesagt, das ist unten in der Infobox verlinkt. Oh. Das schaut im ersten Augenblick so aus, als wenn es drauf gedruckt wäre, ne? Aber das ist jetzt irgendwie so ein Kamera-Ding, weil das, was ich mit meinem bloßen Auge sehe, das seht ihr vermutlich gar nicht. Oh, jetzt seht ihr das? Wenn man es so weiter weghält und so anguckt, dann denkt man, naja, das ist halt Teil von dem Druck. Es kommt natürlich auch daher, weil das Ausgangsmaterial ja auch von dem Printable war, also, ne, und ich die gleichen Farben verwendet habe. Dadurch schaut das so ein bisschen matchy-matchy aus. Und wenn man das dann so hat, sieht man, oh, das ist ja ein ganz anderes Material. Und ich bin nach wie vor so begeistert von dieser Struktur, die da drauf ist. Seht ihr das? Und hier haben wir uns natürlich jetzt eigentlich den perfekten Zusammenhang geschaffen, weil ich würde mal sagen, besser als das hier kann ein Tape nicht passen, oder? Von den Farben her meine ich jetzt. Natürlich kann man das auch noch in kleinere Stücke schneiden. Ich möchte euch jetzt aber hier so viel wie möglich zeigen können. Als Beispiel. Ich nehme jetzt hier einen Streifen, wo auch Alkoholink drauf ist und klebe den hier mal hin. Und personalisierter kann man wohl ein Klebeband jetzt nicht haben, oder? So würde ich das wahrscheinlich im Journal nicht aufkleben. Das ist jetzt hier nur ein Beispiel. Ich opfere hier gerade zwei von meinen Beispielen. Ist da.
Von meinen Klebebändern als Beispiel, so würde ich sagen. Guck mal. Ich finde, das schaut richtig toll aus. Was mir jetzt gerade noch auffällt, ist diese Teile hier. Die schmeißen wir selbstverständlich auch nicht weg. Das ist die Trägerfolie von dem, was ich hier gerade abgezogen hatte. Das könnte man ja theoretisch auch nochmal bestempeln, durchnähen, einen Ruffle draus machen oder auch auf die glatte Seite hier nochmal Alkoholink machen oder so. Also die andere Seite geht, glaube ich, nicht, weil das zu saugstark ist. Dementsprechend darf das jetzt hier. Ich habe hier zufällig so ein durchsichtiges Tütchen gefunden. Das hatte ich da schon reingetan, weil das mich so an Tape erinnert hat. Oder sind so Herzchen drauf. Das passt ganz gut zum Thema. Das pappe ich mir jetzt einfach hier so drauf. Jetzt könnte man sich hier noch überlegen, dass man sich da vorher doppelseitiges Klebeband hinten drauf klebt oder so. Dass man es dann, ne, so auseinanderschneidet, dann ist es gleich hinten mit so einem Ding bestückt, was man dann abziehen kann, sodass man es dann direkt aufkleben kann. Und jetzt haben wir hier sowas. Und dann schaut das plötzlich total anders aus, oder? Finde ich faszinierend. Und auch in Kombination mit den anderen Teilen könnte das, glaube ich, richtig gut werden, was wir hier vorhaben. Oh, das macht mich glücklich. Okay, dann können wir das da einsortieren. Die dürfen alle da rein. Die lasse ich trocknen und dann tue ich die aber auch in dieses kleine Fach hier, wo mein Tape drin ist. Und so füllt sich das innerhalb kürzester Zeit mit richtig coolen Teilen auf. Ja. Tschüss. Ich brauche mehr Kaffee. Viel Spaß. Rote Tasse, ne? Ganz wichtig. Auf Wiedersehen, ihr Lieben.